Wir fahren heute, also ich, mit dem iWalker Urban Hoverboard. Das iWalker Urban Hoverboard ist ein bisschen schmäler als andere Hoverboards, aber ansonsten funktioniert es nach genau demselben Prinzip. Die Fußflächen, die Trittflächen sind ein bisschen erhöht, sind nicht so nah an der Achse wie bei anderen Hoverboards. Es wirkt sich in der Praxis aber eigentlich gar nicht aus. Beschleunigung ist ziemlich gut von dem Ding. Abbremsen kann man auch sehr schnell. Hoverboards haben ja in der letzten Zeit keinen besonders guten Ruf. Ziemlich viele Modelle sind in Flammen aufgegangen aufgrund minderwertiger Akkus. Beim iWalker Urban sollte das weniger ein Problem sein. Die Akkus stammen von Samsung. Ja, das iWalker Urban hat zwei Lautsprecher eingebaut und man kann das eigene Mobilgerät per Bluetooth mit dem Hoverboard verbinden und dann Musik über das Handy abspielen. Ja, im Endeffekt ist das iWalker Urban ein ziemlich nettes Hoverboard, steuert sich sehr flüssig, sehr präzise, trotzdem ist man auf Geraden nicht versucht, in die Böschung abzutauchen, nach links oder rechts, weil es zu sensibel reagieren würde. Also im Endeffekt ein guter Spaß und ja, mit den Lautsprechern, den eingebauten, ist es auch ein netter Zusatz.